So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Fall of the Republic. Wir sind mittendrin. Ich möchte mich übrigens nochmal vielmals für die lieben, unterstützenden Likes und Views bedanken. Wie immer gilt, wenn euch irgendwas noch nicht ganz so gut gefällt, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das lesen, dann kann ich das beherzigen und dann kann ich da auch ein bisschen was dran machen. Das Projekt liegt mir hier gerade sehr am Herzen. Es macht mir unglaublich Spaß, diese Galaxis gegen diese doch sehr nervtötenden Separatisten zurückzuerobern. Und von daher würde es mich freuen, wenn es euch freut. Auch hier gilt wie immer, Like ist sehr motivierend, baut auf und gibt dem Creator ein gutes Gefühl. Und auch dem, der liked, einfach mal kostenlos was Gutes tun, ist ja auch nicht verkehrt. In diesem Sinne, starten wir rein. Das sage ich heute sehr oft, fällt mir auf. So, wir sind mit den Jedis gelandet. Wir haben hier drei Jedi Knights. Wir wollen aber hier so einen großen Kollegen und noch so einen großen Kollegen. Und dann hätte ich gerne hiervon noch zwei Kollegen. So, ihr kommt mal bitte nach hier. Ihr müsst hier mal ein bisschen was für mich reißen. Die Feinde sind nämlich schon hier. Okay, das sind echt viele. Es gibt wohl nur eine kleine Anzahl. Oh. Ich bin jetzt gerade ein bisschen betroffen. Können wir bitte schnell dahin laufen, damit ich irgendwas gewuppt kriege? So, meine Truppen vorrücken. Ich möchte die Hauptstadt erobert wissen. Ein Jedi und zwei Clone Trooper. Ihr kommt mit nach da. Ihr seid jetzt mein Steuerung 1. Ihr kommt mal hier an den Rand. Der Rest von euch rückt auf Position 2 vor. So in etwa. Wir werden hier einen Zwei-Flanken-Angriff starten. Okay, die Einwohner kommen mal mit nach hier. Während meine Truppen sich hier ganz sachte vorschlawinern. Unsere Bomber sind noch nicht einsatzbereit. Die haben wir gleich. Während wir hier noch den Boden sichern. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen anlockt. Damit mein kleiner Stoßtrupp nach hier vorne kann. Da kommen sie. So. Ihr nach da. Ihr nach da. Du hier hin, du hier hin. Euch hätte ich ja gerne hier. Bauen kann ich nichts, weil ich zu arm dafür bin. Ach, es ist immer wieder das gleiche Spiel. Geld regiert die Welt. So, ihr seid Steuerung 2, ihr seid Steuerung 3. Steuerung 3 nach hier, Steuerung 2 nach da. Wir halten hier die Position. Genau. Guck mal, das läuft doch gut. Ihr nach hier. Euch hätte ich gerne nach hier vorgerückt. Und euch nach hier. Hier haben wir gerade Position bezogen. Und damit würde ich auch gleich reinstarten wollen. Zack. Unsere Truppen sind noch in der Überzahl. Das finde ich gut. So, vorrücken. Meine anderen Truppen auch vorrücken. Und ihr Abmarsch nach hier. Die Truppen auch nach vorne. Wir wollen ihre Aufmerksamkeit auf hier drüben lenken. Während unsere Truppen hier vorrücken. So, ihr nach hier. Ihr nach hier, mein Jedi nach da. So, zack. Stützpunkt eingenommen.
können wir nach hier hinten in die Ecke vorrücken. Und jetzt huschen wir nach hier. Schnappen die uns. Okay, du nach hier, du nach hier. Ihr passt hier bitte auf. Und ihr rückt nach hier vor und wir schnappen uns die Dudes hier. So, guck mal, das sieht doch prima aus. Jetzt ist der Kollege dran. Und jetzt der hier. Und hier schnappen wir uns ihre letzten Überreste. Die hier sind auch gleich erledigt. Jo, dauert nur ein paar Sekündchen, dann ist Lennon in unserer Hand. Dann haben wir mit einer komplett improvisierten Bodenstreitmacht gewonnen. Einfach voll wild. Und das, ich glaube, ohne große Verluste. Ich bin beeindruckt. Weißt du, sowas sind mal gute Nachrichten. Sowas ist mal einfach schön zu hören. Nicht der andere Blödsinn, den wir hier immer verzapft bekommen. So, ihr nach hier oben. Ihr kommt mal nach Duro. So, Separatistenkontrolle ist hier aufgehoben. Jetzt haben wir ein paar Euronen mehr auf dem Konto. Ist ja nicht verkehrt. So, das bauen wir. Das bauen wir. Das möchte ich bauen. Was haben wir jetzt hier? Government Strange Defenses. Ja, ich bin ja auch für Strange Defenses. Ist für mich auch ein ganz wichtiger, solider Punkt. Oder valide? Wale, solide. Wer weiß das schon? Ich hätte gerne mal zwei Kollegen davon. Weil Katonemodia sieht mir auch ein bisschen zwielichtig aus. Und auf Kurt möchte ich eine neue Flotte aufbauen. Fangen wir mit den Kollegen an. Eine große Flotte davon. Mit einer Prise hiervon. Und dann haben wir hier die Verbindung rüber zum Outer Rim. Wo wir gerade Fortschritte machen, was mir richtig gut gefällt. Hier fehlt mir noch eine halbe Velocity Gun auf Geonosis. Na, Tatooine, weiß ich nicht. Hier haben wir einen, aber hier haben wir auch Minen. Das verstehe ich. Warum aber die große Fabrik, verstehe ich nicht. Dafür haben wir doch Rothana. Wäre hier nicht sowas wie ein planetarer Schild ganz praktisch? Oder ein kleiner Schild und Waffen? Oder zumindest eine leichte Factory. Die bauen wir hier. Genau hier rüsten wir schon nach. Hier sind wir gut aufgestellt. Bothory, ja, naja, mehr oder weniger, ne? Ein bisschen. So, wenn die hier gleich fertig ist, die Hyper Velocity Gun, wird uns wieder ein bisschen was abgezogen. An monatlichem Gehalt. Schlimm, diese Gehaltskürzungen. Ich sag's euch. Mon Cala würde ich gerne noch ein bisschen nachrüsten. Was den Boden an sich angeht. Und die Defensive. Und so richtig kommen wir hier auch nicht auf einen Nenner, ne? Schlimm. Was haben wir hier? Katonemodia. Wer bist du jetzt schon wieder? Du bist Rel Harso. Okay, aber die sind hier nicht so stark. Da sollte ich mal drüber nachdenken. Das klingt doch brauchbar, oder? Ich meine, gleich gibt es nochmal ein bisschen Zaster, dann könnten wir nochmal drei Hyper Velocity Guns bauen. Okay, Mace und Pestage. Pestage ist ein
Angestellter von Palpatine. Also ein, nicht Angestellter, sondern vielmehr was? Das gefällt mir gar nicht. Das ist irgendwie echt doof. Du machst mal den hier bitte. Mir gefällt nicht, dass die so nah neben Forest sind. Neben Coruscant. Was haben die da? Alles. Wir sollten die Hauptflotte zurückbeordern und dann hier mächtig stunk machen. Was ich sagen wollte, Say Pestage ist die rechte Hand, also so ein Büroangestellter von Palpatine, von Chancellor Palpatine. Durch den kriegen wir Rabatte. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Jetzt kosten die Akklamatoren nämlich knapp 800 weniger. Wir sparen einen Haufen Kohle. Enemy Fleet is invited on Dannen. Okay. Finde ich das gut? Weiß ich nicht. Ob ich mit der Flotte hier jetzt einfach mal darüber springe und mir die hier schnappe und damit einer viel größeren Flotte einfach wieder zurück und dann baue ich einfach die Flotte auf. Pass auf, das ist eine sehr geile Idee. Das machen wir jetzt einfach so. Plan A44335. Wir laufen weg. Wir hätten vielleicht ein gewisses Maß an Bodentruppen da lassen sollen. Sowas hier. Zum Beispiel. Ihr kommt mal jetzt nach hier. Okay, wir greifen erstmal da an. Pass auf, wir fliegen jetzt durch die Galaxis und greifen einfach willkürlich Leute an. Das ist eine ganz tolle Idee. Ich hoffe, ich habe was. Ja, ich habe ein Vorhutschiff reingesetzt. Ich hatte gerade kurz Angst. Ich war gerade schon halb panisch. So, pass auf. Jetzt. Eins. Jetzt kommst du. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Fünf. Und sechs. Und sieben. Und noch ein paar kleine Schiffe. Dann kriegen wir die auch relativ schnell kaputt gemacht. So, wir fliegen nach hier. Während unsere Akklamatoren ihre Schiffe, Jäger spawnen. So, wir greifen die hier an. Die Dreadnoughts schnappen sich den da. Der fliegt gleich nach hier. Sekunde. Die Bomber greifen den da an. Ihr greift die hier an. Wir schnappen uns den. Wir schnappen uns den. Und weiter geht die Wilde fort. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich habe das Gefühl, die haben nicht so viele Chancen jetzt. So, wir rücken hier auch weiter vor. Die nach hier. Die nach hier. Der kommt nach hier. Die Akklamatoren rücken nach. Die kleineren Schiffe, die sind auch gleich weg. Die machen nicht mehr lang. So, guck mal, die machen wir noch weg. Die machen wir noch weg. So, dann schnappen wir uns den und den. Und den mit gesammelter Feuerkraft machen wir die fertig. So, guck doch mal, das läuft doch richtig gut hier. Ich hoffe mit wenig Verlusten, deswegen wird sich der mal nach hier hinten begeben. Die schießen jetzt nicht so viel zurück, dass ich sage, ich sehe mich in Gefahr. Da springen sie auch schon in den Hyperraum, das heißt, wir brauchen gar nicht mehr so viele Verluste hinnehmen. Jawohl. Wieder ein Sieg für uns.
wie mir das gefällt. Das gefällt mir gut. Macht mir Spaß. Wahnsinn, ihr Lieben. Wahnsinn. Und wir haben noch einen Helden kaputt gemacht. Den Dude. Und niemand weiß, was eigentlich seine Aufgabe war. So, die Flotte kommt jetzt mal nach hier. Dann werden wir uns demnächst noch Katonemodia schnappen. So, du nach hier. Wir wollen hier auf dem Boden auch noch ein bisschen Action haben. Zack. Tata. Sind sie nicht süß? Die lieben Kleinen. So, was haben wir hier? Ein paar Jägerchen dazu bekommen. Und der Bärchi. Dann nehmen wir uns gleich noch bei Mora. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken, wie es jetzt historisch aussieht. Ökonomisch brauchen wir nicht drüber reden, dass die Republik komplett pleite ist. Das ist, das wissen wir alle. Militärisch scheinen sie irgendwie nicht so gut auf uns zu sprechen zu sein. Wir stecken hier irgendwo hier, können uns nicht leisten, weil wir haben ein ökonomisches Tief. Und hier irgendwie, naja. Gucken wir mal. Wir verpassen ihnen immer so kleine Dämpfer, aber sie erholen sich dann immer so doppelt davon. Lanetta rücken wir langsam vor, die aber auch, was ich irgendwie nicht so gut finde. Weiß nicht, woran es liegt. Aber so ist es. Genau, ich möchte mal nach hier in die Kernwelten hopsen. Wo wir hier ein Problem mit Forest haben. Noch. Guten Tag, wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Research Victory. Oh, Victory. Victory klingt gut. Ich mag Victory. Was kostet mich eigentlich das Kua Drive Yards Projekt? This company provides a discount and time reduction for Juggernauts, Victory Fregatten, Imperial Fregatten, Akklamator Varianten, Benetta. Ladies and Gentlemen, ich bin ja ganz krass dafür, dass wir uns das Ding kaufen. 7500, ja? Nee, ist aber teuer. Warum sind das so teuer? Kann ich jetzt hier was verkaufen? Dich! Und dich? Ja. Jetzt holen wir uns hier den hier. Dann, oh, machen wir jetzt hier mal gleich. Oh, da wird mir ganz wuselig. So, hier stocken wir mal ein bisschen die Qualität unserer Truppen auf. Okay, wer bist denn jetzt du? Was machst denn du hier? Du ein Ningo. Ein Sulustianer, der für die Techno-Union arbeitet. Na, das gefällt mir nicht so schön. In diesem Sinne, die haben Dekonemudia eingenommen. Das finde ich ja auch uncool. Es ist verrückt, was hier abgeht, Leute. Es ist verrückt. Ich brauche Katonemudia. Und Balmora. Und das heißt, wir brauchen Truppen. Das heißt, wir brauchen Geld. Und ihr wisst, wie wir hier an Geld kommen. Gleich gibt es noch ein schönes Forschungsprojekt für die Veneta-Kreuzer. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht, Freunde. Dann gibt es aber Beef. Und ich meine nicht Jerky. Jetzt brauchen wir das noch 2100 für so einen schicken Kreuzer. Aber das habe ich gerade die Schlachtphilosophie geändert. Xian. Geil.
Was ich jetzt alles an Schiffen produzieren könnte. Und hier. Auch noch ein Fleet Commander. Der kommt auch gleich mal mit nach hier. Und wenn wir hier eine große, schöne Flotte haben, ist Ferris dran. Vor die eine große Basis bauen. Wo sind denn jetzt die ganzen Schiffe hin? Da war doch eben noch mehr. Okay, Enemy Fleet ist... Denen? Das wird ja kritisch langsam. Jetzt muss ich mich sogar noch beeilen. Aber wir haben jetzt eine Hyper Velocity Gun. Das ist doch beruhigend, oder? Aus irgendwelchen Gründen möchte ich nochmal zwei hiervon und einen davon. Vergesst, was ich sagte. Ich habe nichts gesagt. Starten wir einfach rein. Tun wir so, als könnten wir gewinnen. Oh Gott. Wie wir auch diese Schlacht verlieren werden, sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt gespannt und hoffnungsvoll. So Dinge, die ich momentan nicht mehr so drauf habe. Und dann sehen wir uns bestimmt gleich. Haut rein, bleibt gesund und vergesst das Liken nicht. Bis dahin. Tschüss.